Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video, mal wieder mit meiner kleinen Schwester Lena. Hallo. Und zwar hat sie die Nacht bei mir geschlafen und wir haben gedacht, okay, wir drehen mal wieder ein Video zusammen. Und sie hatte natürlich die beste Idee ever. Ein Telefon-Challenge! Ja, Mann. Die letzte Telefon-Challenge, die ich gemacht habe, war mit Mrs. Bella, mit der Isabel. Und diese Telefon-Challenge hat 5,3 Millionen Aufrufe. What the fuck? Und wie ihr vielleicht in diesem Video entnehmen konntet, wisst ihr, dass ich richtig, richtig schlecht in Telefon-Challenges bin. Ich habe schon früher als Kind mich immer davor gedrückt, weil meine Freunde mal Telefonstreiche machen wollten. Bei mir ist es andersrum. Ich werde immer machen, meine Freunde drücken sich. Übrigens redet sie vielleicht ein bisschen komisch, weil sie jetzt eine Zahnspange bekommt. Also nicht wundern. Ja, also sie ist voll der Fan von Telefonstreichen. Ich hasse es. Also ich habe richtig Fremdscham und drückt mich richtig hervor und hab richtig Schiss und auf jeden Fall wird die Telefon-Challenge genauso gehen wie jede Telefon-Challenge. Man hat 5 Wörter vorgegeben, eine Telefonnummer, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Friseur, Nagelstudio, Baumarkt oder. Und da müssen wir dann anrufen und wir müssen alle Wörter aufzählen und dann haben wir die volle Punktzahl. Haben die Mission dann erfolgreich, wie heißt das? Erfüllt. Erfüllt! Okay, da du der Gast bist, Lena, wirst du anfangen? Oh mein Gott, jetzt habe ich Angst. Und du wirst im Baumarkt anrufen. Yay! Hast du richtig so Herzklopfen? Ich habe auch irgendwie Angst. Okay, bist du bereit? Soll ich anrufen? Ja, was? Jetzt drückst du nicht. Gerade machst du, boah, voll leicht. Oh mein Gott, ich hab so Angst. Jetzt noch? Hallo, mein Name ist Lara Schmitz und zwar, meine Eltern sind gerade nicht da und ich habe eine nette Party gemacht, eine richtig fette Party und da ist halt so ein Rohr geplatzt. Mann, ich hab's richtig gut gemacht. Du bist richtig monoton. Hallo, mein Name und ist übrigens, Lara. Oh mein Gott, ich war richtig unter Schock. Oh, ja, du gehst so, was soll ich denn machen? Ich kann das nicht, ich finde das so schlimm, ich finde das so richtig. Oh, auf ein neues. Hallo, mein Name ist Lara Schmitz und zwar hatte ich letztens eine richtig fette nette Party und da ist ein Rohr geplatzt und ich wollte fragen, ob man da jemanden engagieren kann, der die ein Rohr verlegen kann, weil dann bekomme ich halt auch Ärger. Grundsätzlich ja, also, du musst auch vorbeikommen, okay. Und 90 Minuten lang selbst quasi den Abfall zusammenstellen. Deine Mutter vor Ort kommt, muss ich das Ganze was dann anschauen. Meine Mutter? Nein, ich muss dann selbst quasi nachher. Okay, ich hab schon vorbei. Angst bekommen. Nein, er kommt da vorbei, ich schaue dich das alles an. Okay. Und kann dann halt mit ihm dann halt das Ganze besprechen: Vorgehensweise, Preise und sonstiges. Okay, danke schön. Und noch eine Frage. Haben Sie Buchsbäume? Weil meine Mama hat bald Geburtstag und sie ist halt so ein Pflanzenfan, Entschuldigung. Und ja. Ich habe gar nicht verstanden, was Sie da nochmal von mir jetzt machen wollten. Achso, Entschuldigung. Ob Sie Buchsbäume haben? Dann muss ich Sie gerade noch weiter verbinden. Achso, okay, ja, das wäre nett. Alles klar, wenn Sie dann. Okay. Ein Kollege von Ihnen hat mich eben weitergeleitet und zwar wollte ich fragen, ob Sie Buchsbäume haben. Ja, haben wir heute bekommen, ja. Ja, das ist super. Und ich wollte fragen, also ich habe gehört, dass wenn man Buchsbäume in Müsli reintut, das sind schon Erwachsene. Stimmt das? Nochmal, wenn Sie Buchsbäume in Müsli reintut, ja. Was passiert dann? Das ist dann wohl schnell erwachsen. So einmal, das hat mir eine Freundin erzählt und... Jetzt schnell erwachsen? Ja. Nee, ist mir jetzt unbekannt, wenn ich ehrlich bin. Ach so, okay. Es ist sogar ein bisschen unangenehm, Entschuldigung. Auf jeden Fall, danke schön. Nee, nichts, okay. Gut, dann noch einen schönen Tag. Dankeschön. Tschüss. Wiedersehen. Oh mein Gott! Oh mein
Gott, ich hab's geschafft. Boah, ich krieg das nicht hin, Lene. Ich krieg das nicht hin. Was muss ich denn? Was muss ich jetzt machen? Beim Friseur anrufen. Ich musste letztes Mal schon beim Friseur anrufen. Oh mein Gott, ich bin richtig. Oh, ich hasse das, ich hasse das, ich hasse das. Ja, guten Tag, Maya ist mein Name. Und zwar hätte ich eine Frage. Und zwar habe ich mir letztens meine Haare ein bisschen abgefackelt, weil ich die mit dem Bügeleisen geglättet habe. Ich habe nämlich so ein Tutorial gesehen und man kann wohl die Haare auch mit dem Bügeleisen glätten. Und dann sind sie mir ein bisschen abgefackelt. Unter anderem sind die auch ein bisschen grün geworden, weil ich lila Directions drin habe. Und das sieht jetzt richtig scheiße aus. Und da wollte ich fragen, ist es möglich, irgendwie einen Termin bei euch zu bekommen jetzt in den nächsten Tagen? Dass man die irgendwie wieder korrigiert? Ja, das ist kein Problem, aber mein Termin immer am selben Tag. Am selben Tag? Ach so, okay. Ah, okay, ja, heute habe ich nicht so Zeit. Meinst du, das ist auch möglich, sich die Haare oder die Spitzen auch mit einer Bastelschere abzuschneiden? Weil ich habe jetzt keine Friseurschere dabei. Ja, färben und die Spitzen schneiden, weil die sind halt komplett grün und dann würde ich halt erstmal jetzt, weil ich heute auf einer Party eingeladen bin, die Spitzen mit einer Bastelschere erstmal ein bisschen kurz schneiden. Ist das möglich oder eher nicht so? Ja, ich schau mal ganz kurz einen Moment. Was muss er denn schauen? Nach Termin. Alles klar, ja, weil die sehen echt scheiße aus, so richtig hässlich. Grashüpfergrün und. Ja, ist das okay? Alles klar. Dann komme ich am Montag einfach vorbei. Sorry, am Montag ist das okay? Um wie viel Uhr denn? Hallo? Ja? Hallo? Hallo? Lara Schmidt und ich wollte halt fragen, ab wie vielen Jahren, ob 50 Shades of Grey 18 ist, weil ich bin jetzt noch verliebt und ich wollte mit meinem Freund jetzt dahin kommen und ja. Nee, der ist ab 16. Ab 16? Oh, okay, trotzdem bin ich noch zu jung. Ich habe auch gelesen, dass Kinos neuerdings Döner verkaufen. Ist das bei Ihnen auch der Fall? Nein, wir haben hier schräg gegenüber einen Dönerladen. Da könnt ihr gerne vor- oder nach dem Film was essen gehen, aber bitte nicht mit reinnehmen. Nein. Aber hier direkt im Kino ist das nicht der Fall. Lass das mal, Lara. Ihr eure Eltern fragen, ja. Entschuldigung. Ob die warte mal kurz. Ja, Entschuldigung. Das war meine kleine Schwester, die ist so ein Fan von SpongeBob. Gut, ja. Gut, danke schön. Und nicht pupsen. In der Apotheke. Nein! Achso. Guten Tag, Apotheke. Ja, guten Tag. Maya ist mein Name. Hallo? Hallo. Verstehen Sie mich? Ja. Okay, mein Handy hat gerade irgendwie ein bisschen rumgespinnt. Gut. Ich hätte nämlich ein paar Fragen, weil ich jetzt nicht unbedingt zum Arzt gehen möchte, weil Samstag, wissen Sie ja. Und zwar, ich leide schon seit mehreren Monaten an Reizdarm und ich habe jetzt seit gestern leider sehr, sehr schrecklichen Durchfall durch Fastfood bekommen. Und es ist mir ein bisschen peinlich, jetzt das zu fragen. Aber gibt es irgendein Mittel, wo man das irgendwie großartig behandeln kann? Weil ich habe eigentlich etwas, aber das ist mir leer gegangen und dafür bräuchte ich ein Rezept. Gibt es trotzdem etwas, was man benutzen könnte? Also um den Durchfall kurzfristig mal zu stoppen, klar, kann man mal Lupetium zum Beispiel nehmen. Okay, alles. Okay. Das wäre dann was, wo Sie zumindest bis Montag hinkommen. Und wenn es dann nicht weg ist, müssen Sie dann sowieso wieder zum Arzt gehen. Okay, alles klar. Also meinen Sie lieber zum Arzt gehen? Also, weil es ist wirklich sehr, sehr schlimm. Ja, also gegen Durchfall immer auf alle Fälle was da, was ganz schnell wirkt. Okay. Und wenn es Ihnen am Montag immer noch schlecht geht, dann gehen Sie lieber zum Arzt. Okay, alles klar, das werde ich machen. Ja? Lass mich das in Ruhe, lass mich. Das ist gleich, ne? Ja, okay. Tschüss. Das ist jetzt gegolten? Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Ja, Socken. Ja? War das okay? Es war okay. Okay, es war so halb okay.
Es war so halt, ich sag selber, das war nicht so okay, weil sie es nicht wirklich verstanden hat. Aber okay, ich hab's gesagt, ich hab's gesagt. Hallo, mein Name ist Mira Schmidt. Und zwar ist mir letztens was Dummes passiert. Und zwar, ich habe mir ein Justin Bieber Buch ausgeliehen. Und also ich habe mir letztens ein Justin Bieber Buch ausgeliehen. Ja. Und ich habe es halt mit in die Schule genommen. Und ich bin dann von der Schule gekommen und war zu Hause und habe gemerkt, dass sie nicht mehr in meiner Schultasche war. Und jetzt denke ich halt, also ist ja ziemlich kacke von mir, dass ich das sage, aber ich denke halt, ich habe es auf der Schultoilette liegen lassen. Und nein, Sarah, das ist meine Schokolade, lass sie da liegen! Kannst du die nochmal auflegen? Doch, klar, Mann! Lena! Mann, ey! Okay, hast du gut gemacht, Okay, das war's mit unserer Telefon-Challenge. Ich hoffe natürlich, ihr hattet Spaß. Ich habe mir mal wieder halb in die Hose geschissen. Ich hatte wirklich. Und ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Das würde mich riesig freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Und wenn ihr gerne mehr Videos von uns beiden sehen wollt, lasst dem Video einen Daumen nach oben da und dann werden wir das auf jeden Fall machen. Und ich würde sagen, wir sehen uns ganz bald wieder. Ja. Und ich verlinke euch nochmal die alten Telefon-Challenges in die Infobox. Die könnt ihr euch gerne angucken. Und wir sagen dann mal, bis zum nächsten Mal. Ja.